So, seid willkommen bei Minecraft. Im letzten Part haben wir uns die Wände unseres Hauses fertig gebaut. Gut, und jetzt, suche ich nach Schäfchen, damit wir mehr Wolle bekommen. Wolle, Wolle, Wolle. Habt ihr Wolle? Ich will Wolle von euch. Du hast Wolle, her damit. Hier ist der Wolle-Eintreiber. So, gut. Haben wir denn, noch ein paar Schafe hier bei uns? Ach nee, bei mir leckt es wieder. Das ist aber nicht gut. Ich habe ja auch dieses Mal mein PC nicht neu gestaltet, weil ich gedacht habe, ich brauche das dieses Mal nicht. Aber anscheinend brauche ich es doch. Verdammt. Hey, danke, dass du sofort frisst, nachdem ich dich geerntet habe. Oh, und du auch. Aber ich würde vorschlagen, ich starte meinen PC erst neu und dann fangen wir erst richtig mit dem Spielen an. Bis gleich. Okay, der PC ist neu gestartet und es geht weiter. Hoffentlich ohne Lags. So, Schäfchen, wir waren dabei zu scheren. Gut, okay, gut. Und was macht ihr so? Mir den Arsch zeigen? Aha, gut, gut. Und ja, was brauchen wir denn jetzt? Jetzt haben wir, das Dach fertig oder weiterbauen. Oder sagen wir mal, anfangen zu bauen. Wir haben es ja noch nicht angefangen zu bauen. Gut. Haben wir denn auf Peaceful geschaltet? Ja, gut. Okay, mein Java-Update öffnet sich hier wieder. Natürlich nein. So, wer braucht denn schon Java-Updates, damit das Spiel flüssig läuft? Also, ich auf jeden Fall nicht. Verdammt, es laggt so sehr. Ich hasse Lags, auch wenn ich jetzt den PC neu gestellt habe. Es laggt immer noch. Naja. Gut, dann würde ich vorschlagen, wir fallen zunächst diese Bäume, die hier um unser Haus gewachsen sind, denn ja, wir können kein Dach bauen, wenn Bäume hier uns stören beim Bauen. Das heißt, ich werde mir jetzt eine improvisorische Treppe nach oben bauen, die wir später wieder abreißen können. Zuvor platziere ich allerdings die Wolle hier in den, hier als Boden hin. Ungefähr so. Zack, zack. Du bist hier fehl am Platze. Du kommst hier hin. So, okay, gut. Und jetzt bauen wir die Treppe. Ich möchte die, wenn es geht, hier ungefähr hinbauen. Und zwar baue ich die aus... was baue ich die denn? Aus Holz? Oder... Ich glaube, ich baue die aus Holz, weil Stein sieht man... Ja, genau, ich baue sie aus Holz. Aber zunächst, Schäfchen! Gut, dass hier die Schafe überhaupt verstreut sind. Dann kann ich die immer einsammeln, ihre Wolle. Und dann fällt mir das auch immer zwischendurch ein, dass ich die noch ernten muss. Okay, gut. Hier haben wir noch hellgraue Wolle. Das ist falsch. Wir brauchen weiße Wolle für unseren Teppich. Naja gut, hellgrau könnten wir eigentlich auch machen, aber dann müsste ich die Schafe wieder färben und dann müssen wir die Wolle wieder durch die Dinger setzen und bla bla bla. Das möchte ich natürlich nicht und zwar mache ich jetzt folgendes, habe ich vergessen. Egal, verdammt, ich habe vergessen, was ich machen wollte. Verdammt, was wollte ich machen? Kurz erklärt, ach ja, ich wollte die Sachen hier umbauen. Und zwar alle Sachen, die hier in der Truhe sind, wollte ich jetzt dann nach drinnen umbauen, weil ich habe jetzt ehrlich gesagt keine Lust, ständig nach raus und rein zu gehen. Ja, da schaust du was der Kevin mit seinen Truhen macht. Du möchtest rein? Gerne, hier, Tür ist offen. So, okay, dann lage ich jetzt schnell alles rein. Zack, 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 zack. Okay, man passt nicht rein. Und jetzt schnell wieder zurück, bevor die Sachen verschwinden. Und zwar schnell! Gut, jetzt liegt hier nur noch das Buch da. Okay, gut, jetzt haben wir alles wieder sicher gelagert. Das ist gut. Wo ist denn die Truhe eigentlich? Die ist hier. Okay, dann setzen wir die gleich hin und lagern gleich das Zeug hin, was wir gerade gesammelt haben. Und zwar hier hin. 1, 2, 3, 4, 5, bla 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 bla. Alles rein, alles rein, alles rein. Hallo Mausgetippe! Du möchtest unbedingt rein? Und dein Freund auch, hä? Aber erstmal gibt ihr mir eure Wolle. Ja, jetzt rede ich hier schon wie ein Chinese. Eure Wolle, der kann er sagen kann. Nein, nicht das. Ich will die nicht auch öffnen, sondern abbauen. Genau so.
dann nehmen wir noch den Ofen hier mit. Haben wir denn... Nein, natürlich haben wir keine Spitzhacke dabei. Wir brauchten schon Spitzhacken. Okay, gut. Dann lage ich schnell die letzten Sachen hier rein. Oder beziehungsweise hier. Ich meine natürlich hier rein. Zack, zack, zack. Ab rein in die Kiste mit euch. Lalala, ab rein in die Kiste. Okay, gut. Jetzt hole ich mir eine Spitzhacke. Diamantenspitzhacke ist gut, aber lieber nicht. Lauter Gittermusik jetzt. Habe ich hier zufällige Playlist? Nein. So, jetzt. Jetzt ist wieder zufällige Playlist drin. Oh ja, eine meiner Lieblingsmusik. Die guten alten Römer. Oh, was sucht hier eigentlich der Schalter? Haben wir wohl fehlplatziert. Diesen Schalter, den haben wir wohl falsch platziert. Ist aber eigentlich egal. So, jetzt platziere ich die Ofen dort hin. Ja gut, ich höre schon auf, keine Panik. Aber bei der Musik muss ich halt immer singen, das ist halt so ein Muss. Ich bin vielleicht ein Musterschüler. Oh. Oh Mann, ich werde hier zum Gronkh, ich schwör's euch. Mit dem Flachwitz, da habe ich ihn schon erreicht. Oh Mann. Okay, wir wollten das Dach bauen. Jetzt brauchen wir ein paar Werkzeuge. Ich glaube, eine Axt wäre ganz gut. Wo ist denn hier eine Axt? Die Axt im Haus erspart den Zimmermann. Hier, genau. Oh, und die Spitzhacke ist gleich verbraucht. Die hätten wir eigentlich zum Abbau des Ofens nehmen können. Naja, egal. Jetzt haben wir sie halt hier im Inventory. Okay, gut. Ich glaube, ich platziere es. Moment, jetzt muss ich hier vielleicht in der Mitte, wäre auch gut. Dann hätten wir hier so zwei durchgehende Räume und dann hier so. Interessant. Ich muss mal nachdenken. So könnte man das auch machen. Ja. Gut, okay, ich mache es folgenderweise. Und zwar baue ich das jetzt mal dorthin. Ich habe keine Vorlage von dem Haus. Ich baue das jetzt extra. Ich baue es live quasi, ohne vorher es gebaut zu haben, wie es bei Gronkh so ist. Ja, ich mache es völlig anders wie der Gronkh. So, gut. Ein Ding noch, ein Block hoch und dann haben wir es geschafft. Die unteren Blöcke, die baue ich dann ab. Die dienen ja nur da, damit ich die Steine platzieren kann. Egal. So, jetzt tun wir das obere hier mit Holz. Ausmustern heißt es, glaube ich, nicht richtig gesagt, aber egal. Ich sag jetzt halt ausmustern, einfach mal so. Oh nein, hier muss ich singen, oder? Ja, hier muss ich singen. Nein, ich versuche mir zu verkneifen, auch wenn die Musik wunderschön ist. Verkneife ich mir es zu singen. Denn das wird's nicht bringen. Jetzt kommt das Dach in den ersten Stock rein. Und ich verspreche mich hier, ich bin ja so allein. Auf dieser weiten Welt in Minecraft. Hallo Sonne. Okay, gut. Ja, hier können wir den Baum viel besser abbauen, als wenn wir hier da unten stehen würden, wie im letzten Part. Und tschüss Baum, du musst leider gefällt werden. Für den Fortschritt, für den technologischen Fortschritt. Wie auch der Regenwald wirst du jetzt abgebaut. Hey, ein Apfel. Danke für das Geschenk, Baum, lieber Baum. Das ist aber ein lieber Baum. Er wehrt sich nicht einmal. Im Gegenteil, er spendiert mir Äpfel, dass ich ihn abbaue. Wahrscheinlich leidet er so sehr. Deswegen ist er jetzt glücklich, abgebaut zu werden. Aber keine Panik. Die Stämme, die du mir jetzt lieferst, werden als Baumaterial für mein Haus dienen. Im Prinzip bist du dann fester Bestandteil unseres Hauses. Immer wenn ich jetzt an das Holz
Ja, immer wenn ich das Holz anschaue unseres Hauses, werde ich an dich denken, lieber Baum. Okay, gut. Jetzt habe ich genug zu dieser Musik harmonisiert, oder wie man das auch nennt. Oh, so viele Baumstämme. Die sammle ich alle. Oh. Ich glaube, ich habe die Glasknochenkrankheit. Ich sollte deswegen auf meine Rüstung aufpassen. Wenn die kaputt ist, sterbe ich nämlich, ne? verdammt. Ich habe keine Schere dabei. Und hier liegt ein Schaf. Da liegen tut es zwar nicht. Soweit sind wir noch nicht, aber es liegt dort, ne? So, okay, gut. Ich glaube, hier kann ich ein paar Steinstufen hinbauen schon mal. Wo ist denn der Crafting Table? Haben wir hier kein Crafting Table? Schande, über mich. Wo ist der? Wo ist der Crafting Table? Ist er hier? Nein, hier nur Pistons. Verdammt, ich pisse. Oh, der ist in meinem Inventar. Peinlich. Okay, dann hier. Ach, verdammt, eine zu wenig. Naja. Oh, fast mir wäre mein Deo runtergefallen. Verdammt. Ja, so ein Deo liegt normalerweise im Bad. Ich weiß, ich bin aber nicht so einer von wie bei RTL, der alle seine hygienischen Sachen in seinem Schlafzimmer, ja, in seinem Badezimmer hat. Nein, 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 ich hab's alle auf meinem Schreibtisch. Um genau das Gegenteil zu machen, was RTL einem sagt. Oder was andere Leute auch machen. Egal. Gut, okay. Ich glaube, die Steinziegel müssten jetzt für die Treppen reichen. Wir müssen dann bald neue Steine-Dinger brennen mit dem Ofen. Aber ich glaube, wir brauchen noch mehr Steinziegel für unser Haus. So, ja, die 16 müssten, glaube ich, reichen. Okay, gut, dann platziere ich jetzt das Holz dorthin. Damit wir hier schon mal ein Dach über den Kopf haben, damit es nicht mehr reinregnen kann. Und damit wir vor Unwetter ja, geschützt sind. Denn die sind hier auch ab und zu mal bei uns. Oh, sag bloß. Ne, ich dachte gerade, ich habe es eins zu niedrig gebaut, das Holz. Sieht aber irgendwie so aus, ne? Ist eine optische Täuschung, kann man sagen, oder? Ach egal, ich habe lange kein Minecraft mehr gespielt, deswegen fällt mir das jetzt nicht mehr so auf. Oh, die Musik kenne ich. Siedler 3, Römermusik, genau. Oh je, das habe ich früher mal gespielt und ich wurde da meistens immer von den Ägyptern besiegt. Weil ich das Spiel nicht kann. Okay, hier wäre es eigentlich noch schön, wenn wir hier so ein Steindingens hätten. So ein Stein, ja, eine Steinfassade. Ist das eine Fassade? Ich weiß es nicht. Okay, dann platziere ich hier mal diese Steinfassade, sage ich einfach. Nee, falsch, jetzt habe ich sie falsch platziert. Verdammt, nein. Weg damit. Du musst weg, sorry. Ah, scheiße, meine Glasknochenkrankheit. Ah, meine Rüstung. Ah, mein Helm ist gleich kaputt. Scheiße. Ah, verdammt. Oh Gott. Hier gehört das Stein hin. Das muss leider wieder weg. Gut, ich wette, wenn wir noch einmal Fallschaden kriegen, ist unser Helm down. Ich probiere es mal aus. Oh, er hat überlebt. Verdammt. Warum sage ich verdammt? Das ist eigentlich gut. Egal, scheiß drauf. Verdammt. Okay, ja, ein paar Fenster wären hier noch nice, aber die können wir später auch noch hin platzieren. Jetzt bauen wir erst einmal das Dach. Gut, hier kann ich auch noch Holz hinbauen. Ich glaube, das mache ich sogar. Damit wir hier ein bisschen vorankommen mit dem Bau des Hauses. So, ich kündige übrigens jetzt an der Stelle ab. Part 100 mache ich eine ein Jahre lange Minecraft-Pause. Weil ich, ja, meinen Kanal für ein Jahr pausieren werde. Aus privaten Gründen, ich sag nur Abschlussprüfung und Lernen und so, ne, das ist, ja. Ich habe keinen Bock, schlechte Noten zu bekommen, nur weil ich zu viele Let's Play Parts aufnehme, deswegen, ja, pausiere ich meinen Kanal einfach mal. Ich habe es ja auch vorher schon ein bisschen angekündigt, aber, ja, für die Leute, die es nicht gesehen haben, ja, ihr müsst halt jetzt damit leben, dass ihr es nicht gesehen habt. Also immer die Infovideos anschauen, ne, sonst werdet ihr überrascht. Mit plötzlichen Ankündigungen. Ja, ja, ja.
So, jetzt wäre es eigentlich nett, wenn wir hier so ein Glasfenster hätten. Dann könnten wir hier vielleicht so eine Art Garten machen, so einen Innengarten oder so. Aber ich schließe es trotzdem. Was ist das für eine Musik? Trojaner. Ich habe noch nie mit den Trojanern gespielt in Siedler 4, deswegen kenne ich die Musik nicht so genau. Weil ich damals mir das Expansion Pack nicht geholt habe. Gut, jetzt haben wir ja fast den ersten Stock fertig gebaut. Da vorne fehlt noch was. Zack, zock, 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 zock. Jetzt wird gezockt. Zock, zock. Jetzt verstehe ich immer die Leute, die sagen, bin Minecraft zocken. Die machen immer so. Zock, zock, zock. Zock, zock, zock. Zock, zock, zock. Zack, boom, krach, peng. Ne, das ist ja bei diesen Comics immer so Puff, Boom oder so, ne? Habt ihr früher eigentlich immer Donald Duck Comics gelesen? Also ich schon. Ich habe mir immer auch die Hefte gekauft, wo ich noch jung war. Ja, und auch mir die lustigen Taschenbücher gelesen. Und Phantomias habe ich gerne gelesen. Phantomias fand ich echt faszinierend. Ne, Phantomias ist ja dieser Donald Duck mit diesem Superheld und so. Das war meine Kindheit, kann ich sagen. Donald Duck und Pokémon. Und Drogen. Nein, Spaß. Gut, okay. Jetzt ist unser Haus ziemlich dunkel innen drin, weil wir keine Fenster drin haben. Und keine Fackeln. Aber das ist ein Horrorhaus. Nein, Spaß. Oder vielleicht doch. Nein. Oder vielleicht doch. Wird das ein Horrorhaus? Das seht ihr im nächsten Part. Oder vielleicht auch nicht. Da ist hell. Oh Gott. Das ist ein Horrorhaus. Willkommen bei Candles. Oh, ich habe vergessen, die Blöcke hier noch wegzubauen. Du kommst weg. Oh, perfekt. Jetzt regnet's. Genau wo wir unser Dach fertig gebaut haben, regnet's. Perfektes Timing. Aber hier regnet's rein. Das heißt, hier wird sich bald so eine Pfütze bilden. Nein, eigentlich nicht, aber... Wäre eigentlich logisch, wenn hier eine Pfütze sich dann bilden würde, so in Minecraft, ne? Die man dann so wie bei Schnee beseitigen müsste. Oder die nach einiger Zeit verschwindet. Oh, jetzt regnet es hier rein, weil wir hier vergessen haben. Oh, verdammt, oh, meine ganzen Spuren werden nass und meine ganzen Items. Verdammt, nein! Moment. Ich hab's. Ich schließe jetzt einfach das Ganze hier da oben. Und zwar schnell. So, schnell alles. Verdammt, nein! Okay, ich muss mich unterstellen. So, okay, gut. Oh, hier haben wir noch Holz. Die Musik, die passt nicht. Die ist mir ein bisschen zu kitschig. Amazon-Musik. Amazon ist doch ein Mädchenvolk, oder? Ein Frauenvolk, oder? Oder die waren doch ein Frauenvolk von Kriegerinnen. So genau weiß ich nicht. Ich kenne mich mit den Amazonen nicht so aus. Ich kenne mich mit fast allen Völkern... irgendwie ein bisschen aus, aber mit den Amazonen habe ich irgendwie am wenigsten Interesse. Also, warum, wo ich mich eigentlich frage, warum? Bei Amazonen, Frauenvolk. Okay. Gut, haben wir vielleicht. Hier haben wir noch Holz. Okay, gut, 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 gut. So, gut, dann können wir das Haus jetzt gleich. Ja. Abdichten. Ich glaube, du bist wohl nicht ganz dicht, war. Ich höre ja schon auf, sorry. Ja. Okay, gut. Hier ist es zwar noch ein bisschen, ich sage jetzt mal, undicht, aber... egal. So ein bisschen Wasser, so ein kleines Regenschauer stört hier niemanden. Gut, der Baum ist inzwischen... ah, nee, da ist er ja noch. Verdammt. Ich dachte, ich hätte dich ein für alle Mal getötet. Du bist wie ein Boomerang, du kommst immer wieder zurück. Oh, geiler Punchline. Geile Punchline. Nein. 20 Punkte für Janke LP. So, gut. Ich glaube, hier ist noch ein Holzblock. Die Blätter verschwinden nämlich erst, wenn man alle Holzblöcke entfernt hat. Ich werde dich finden, allerletzter Holzblock, und ich werde dich abbauen, wie auch zahlreiche Holzblöcke vor dir. Okay, ich muss mir jetzt hier einen... zack.
Okay, ich glaube, hier ist kein Holzblock mehr. So, die Blätter verschwinden zwar, aber ich hause manuell jetzt besser weg, weil, ja, manchmal können die noch ein bisschen übrig bleiben durch einen Bug oder so. Ich weiß es nicht genau. Okay, gut, dann hacken wir den Holzblock weg und sammeln das letzte. Verdammt, mein Eisenhelm lädt immer noch. Ich hasse dich, Eisenhelm. Oh, du wirst ja ganz nass. Und die ganze Wolle auch, die du da hast. Mist, dann muss ich sie trocknen. Na los, ab ins Trockene mit dir. Okay, gut. Haben wir denn vielleicht Sand oder sowas? Damit wir uns ein paar Fenster... Wobei, Fenster haben wir eigentlich nur ein paar. Aber nur ein paar. Ich muss mir mal wieder neue Fenster machen. Ach ja, übrigens gut, dass wir die Sachen jetzt da reingetan haben, weil sonst wären die jetzt auch nass geworden. Verzaubertes Buch. Ich sollte mir mal einen Amboss craften. Hab schon dran gedacht. Eisen haben wir ja genug. Damit könnte ich auch meine Rüstung reparieren. Na, mal schauen. Ich weiß allerdings nicht das Rezept für Eisen. Ich weiß nur eins, dass man Eisenblöcke braucht und Eisenbarren. Und zwar nicht gerade wenig. Also ich glaube, ein Stack mindestens. Oh, hat's aufgehört? Jetzt wird's auf einmal zu hell. Du kommst hier nicht rein. Bau dir selber ein eigenes Haus. Gut, okay, dann baue ich jetzt mal einen Ort für die...